Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ziemlich buntes Video für dich und zwar möchte ich gerne ein kleines Q&A machen. Dann möchte ich ein Päckchen auspacken, wo ich Zuschauerpost bekommen habe und gleichzeitig werde ich mich schminken mit Produkten, wo ich mir nichts davon selbst gekauft habe. Ich glaube, das macht irgendwie so einen zusammenhängenden Sinn, ganz grob. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und in diesem Video wird es auch noch eine Verlosung geben, also bleib einfach dran und lass dich überraschen. Gut, ich fange jetzt erstmal an mit einem Primer, den hatte ich im Adventskalender von Max & More, der Face Primer Illuminating. Der kommt von Action tatsächlich. Der kommt aber sehr fest raus, ne? So rosa und fest. Also der ist auch ruckzuck eingezogen. Meine Haut fühlt sich jetzt auch von außen nicht irgendwie nach ich habe was drauf gemacht an. Also halt nicht feuchtigkeitmäßig irgendwie. Aber mein Gesicht ist illuminisiert. Also er erfüllt auf jeden Fall, was er soll. Auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ihr Fragen an mich habt und ihr habt zuhauf gestellt, definitiv. Und da werde ich doch jetzt erstmal die erste Frage raussuchen und beantworten. Und während ich die erste Frage beantworte, trage ich mir diese Foundation auf. Das ist die Maybelline Fit Me Foundation Luminous and Smooth, also strahlend und ebenmäßig in der Farbe 115. Die Frage, die fast am allerhäufigsten gestellt wurde, ist, was ich beruflich mache. Ich fange einfach vorne an. Ich habe 2008 mein Abitur gemacht, das hat sich gereimt. Ich habe dann für mich entdeckt, dass ich dann weniger in die Fußstapfen von meiner Mama treten werde, sondern eher in die von meinem Papa. Habe dafür dann nach meinem regulären Abitur, was halt an einer ganz normalen allgemeinen Gymnasialschule-Geschichte war, noch ein Jahr Wirtschaftsschule drangehangen. Ja, habe da gemerkt, dass das voll mein Ding ist, dass ich da richtig Bock drauf habe. Und mir dann halt auch in dieser Zeit eine Ausbildungsstelle gesucht, habe dann auch meine dreijährige Ausbildung absolviert. Jetzt verwende ich von NYX den Gotcha Covered Concealer in der Farbe Alabaster. Den hatte ich in einem Trash-Paket. Da kommt so eine richtige Wurst auf die Hand, ne? Krass. Da habe ich mich richtig wohl gefühlt und auch in meiner Ausbildung. Das war einfach, dass ich gemerkt habe, wofür ich lerne. Und da jetzt nicht irgendwie im Mathe-Leistungskurs irgendeine Ebene im Raum berechnen soll für nichts und wieder nichts, ne? Dass ich dann halt einfach ein Ziel hatte. Und deswegen habe ich meine Ausbildung auch sehr, sehr gut absolviert. Hatte dann quasi alle Türen offen stehen. Also du kannst, wenn du die Ausbildung abgeschlossen hast, in verschiedene Bereiche gehen. Du kannst sagen, ich möchte eher in den Bereich Einkauf, eher in den Bereich Vertrieb, ich möchte in die Buchhaltung, ich möchte ins Personalwesen, wo auch immer es dich hin verschlägt. Mittlerweile bin ich bei einem Unternehmen, wo ich mich pudelwohl fühle. Da bin ich jetzt ja auch schon seit 3 Jahren und bin da angestellt als Vertriebs- und Marketingassistentin. Den Concealer mag ich auch ganz gerne, ne? Der ist zwar sehr pastig am Anfang, aber der entwickelt sich wundervoll. Wow, krass. Jetzt muss ich nur gucken, dass er mir nicht in die Fältchen rutscht oder so, weil das wäre natürlich traurig. Für mich ist es absolut mein Ding, dass ich im Vertriebsinnendienst bin, dass ich mit Kunden zu tun habe. Und diese zwei Hübschen hier sind gerade sehr, sehr frech. Die kriege ich auch nicht hundertprozentig abgedeckt. Die leuchten auch im Dunkeln. Dementsprechend wollen wir da mal nicht übertreiben. Ich puder ab mit dem Manakadar-Puder, was ich ja in mehrfacher Ausführung von der lieben Marion geschickt gekriegt habe. Danke. Das ist zum Beispiel so, dass der Bereich Export, also alles, was quasi außerhalb der EU ist, auch absolut mein Bereich ist, dass ich dann auch die Exportdokumente erstelle. Ja, halt, dass ich dafür sorge, dass die Ware dann auch unser Lager verlassen kann und dass unsere Ware auch exportiert werden kann. Ich finde auf jeden Fall, dass es eine ziemlich coole Aufgabe ist, die ich habe und ich mache auf jeden Fall richtig gerne meinen Job. Ich mag das, ich mag diesen Austausch, ich mag dieses ganze Gewusel einfach richtig gerne. Ich habe übrigens hier gerade einen Mini-Hit-the-Pan erreicht. Sieht man das? Da, Mini-Mini-Mini-Hit-the-Pan. Aber er ist da. Und ihr wart live mit dabei. Yay! Dann wurde gefragt, wie viele Boxen hast du insgesamt abonniert und welche kannst du für die Altersgruppe Ü45 empfehlen? Jetzt muss ich nur irgendwie das hier bei Instagram wegkriegen, weil, ja, sehr gut. Technik, die begeistert. So, während ich das beantworte, trage ich von Tarte den Park Ave Princess Bronzer auf. Der ist so schön und der hat einen leichten Schimmer mit drin. Oh, eigentlich eher ein Sommerbronzer, deswegen brauche ich jetzt einen sehr, 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 sehr fluffigen Pinsel. Ansonsten wird das hier zu krass. Da habe ich hier von, oh Gott, der fällt schon halb auseinander, von Catrice ein. Ich glaube, der kommt aus dem Adventskalender, aber der löst sich hier so ein bisschen, ne? Da. Wie viele Boxen? Oh mein Gott, okay. Ich selber habe abonniert, tatsächlich, auf
das, was ich quasi selber bezahle. Ne? Das ist die Glossy Box, die Look Fantastic Box und die Minds Box. Die anderen Boxen, die man hier auf dem Kanal sieht und die ich vorstelle, sind alle ein Teil von Kooperationen. Das heißt, die bekomme ich, sage ich ja auch immer in den Videos, kostenfrei von der jeweiligen Firma zur Verfügung gestellt, damit ich sie vorstellen kann und halt auch meine persönliche Einschätzung dazu geben kann. Wo ich dann auch tatsächlich Boxen verlosen kann an euch. Also das ist, deswegen habe ich ja auch in diesen Unboxings immer die Möglichkeit, eine Box zu verlosen. Die werden dann auch immer direkt von den jeweiligen Firmen an euch gesendet. Und ja, genau. Das ist auch immer sehr, sehr freundlich, weil ich frage grundsätzlich bei Kooperationen danach, ob es möglich ist, dass ich irgendwie was verlosen kann oder dass ich irgendwie einen Gutscheincode für euch mitbekomme, weil ihr sollt nicht nur das Video haben, wo ihr seht, dass ich die Produkte verwende, sondern ihr sollt auch irgendwie an dieser Kooperation beteiligt werden. Also meiner Mom würde ich die Brigitte Box empfehlen, ne? Weil da sind dann halt auch Produkte drin von Firmen, die sie richtig gerne mag. Aber so pauschal eine Box hier für jemanden zu empfehlen, den man nicht kennt, ist schwierig. Man muss die Leute dafür kennen. Meine Marke kenne ich natürlich seit 30 Jahren. Wenn jetzt jemand einfach pauschal fragt, welche Box ist die beste Abo-Box, die du hast, kann ich nicht beantworten. Weil dafür mache ich ja auch die Unboxings. Ne? Ich zeige, was so drin ist und dass man halt so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, was die Packer von der Box da reinpacken. Ne? Also was dann letztendlich zu dir passt, musst du selber rausfinden. Das kann ich jetzt nicht pauschal beantworten. Das ist gar nicht möglich. Auf jeden Fall benutze ich jetzt von Benefit den Rocketeur Blush. Der wurde mir ganz freundlich von einer ganz freundlichen Zuschauerin zugeschickt. Ich glaube, meiner Ma würde ich auch noch die Vegan Beauty Basket empfehlen, dass sie sich die mal anschaut. Weil meine Ma ja jemand ist, die halt auch überaus empfindliche Haut hat. Und die Vegan Beauty Basket ist halt nicht nur vegan, sondern auch sehr natürlich, so von der Produktrange her. Ich liebe diesen Rocketeur. Der glänzt so schön. Der ist nicht zu intensiv, ne? Also der macht schon eine entsprechende Röte aufs Gesicht, aber halt nicht so extrem. Also ich denke, ihr werdet den in der Kamera auch fast gar nicht sehen. Ihr werdet aber den Schimmer sehen, den er hinterlässt. Und das finde ich voll cool. Das war von der Ela. Wie sorgst du für das Alter vor? Ich sorge auf verschiedene Arten vor und jetzt benutze ich von Love die Glorious Highlighting and Bronzing Palette. Als Bronzer brauche ich die jetzt nicht, weil der Bronzer, den ich drauf habe, hat einen Schimmer. Das ist jetzt als Highlighter und dann nehme ich den, die beiden gemischt, ne? Soft und Metallic. Vorsichtig. Okay, nehme ich von Luxie hier einen Pinsel. Hier ist das 522, war auch mal in der Box drin, habe ich mir nicht selber gekauft. Nehme ich erstmal den Soft Illuminateur. Die man ungefähr gar nicht sieht. Metallic kommt drüber. Wie sorge ich für mein Alter vor? Zum einen ist es natürlich so, dass ich ganz normal Vollzeit arbeiten gehe und dadurch ja auch in die Rentenkasse einzahle. Aber was wir am Ende dann kriegen werden, ist wahrscheinlich ein Ü-Ei, also ein Überraschungsei, wenn wir froh sein können. Und wenn wir uns so die Entwicklung des Überraschungseis von Kindesalter bis heute angucken, lässt das ja auch vom Inhalt her nach. Also kann man sich auch nicht auf das Ü-Ei verlassen. Man kriegt dann nur ein bisschen Schokolade, sodass man da so ein bisschen auch mit über Runden kommt. Aber ne? Wir malen die Welt mal ein bisschen schwarz. Auf jeden Fall. Sorge ich natürlich auch privat vor. Zum einen, wir haben ein Haus. Das ist meine Altersvorsorge. Zum anderen haben wir natürlich auch noch die private Altersvorsorge, wo man halt wirklich sich selber beraten lassen sollte. Also wir haben einen privaten. Es ist ein Kumpel. Wie soll man das sonst sagen? Ein Kumpel von einem Kumpel, der halt uns entsprechend beraten hat, in was man entsprechend seine Altersvorsorge oder worauf man das aufbauen sollte. Und hier habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Wow, das ist echt ein Metallic-Highlighter, Leute, sagte sie. Legt die hier nochmal nach. Aber lasst euch da wirklich beraten. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und am besten von einem Berater, dem ihr auch wirklich vertraut. Wo ihr vielleicht schon Freunde habt, die mit dem gute Erfahrungen gemacht haben. Oder es ist wirklich jemand, den ihr kennt. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man für sein Alter vorsorgt. Denn wie gesagt, wir kriegen alle höchstens ein Ü-Ei. Und ich möchte hier keine Panik schieben, okay? Bitte nicht negativ nehmen. Wie viel verdienst du durch YouTube? Das schwankt extrem, Leute. Was so aktuell ist, so ungefähr 500 Euro. Aber das ist halt das, was du brutto ausgezahlt bekommst. Ich habe ein Kleingewerbe angemeldet. Das heißt, da musst du dann auch eine Steuererklärung für machen und so weiter. Das kannst du nicht pauschalisieren. Und es kommt immer ganz drauf an, wie oft die Videos geschaut werden, wie viele Abonnenten du zu dem Zeitpunkt hattest, wo das Video geschaut wurde, wie lange Werbung geschaut wird, ob Werbung durchgeschaut wird. Da wurde auch gefragt, wenn man nur 5 Sekunden guckt und dann quasi die Werbeanzeige überspringt, ob ich was daran verdiene. Keine Ahnung. Also ich sage immer, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann guckt die Werbung von Anfang bis Ende. Legt das Handy beiseite, lasst es nebenher laufen, ne? Da verdiene ich dann auf jeden Fall safe dran.
Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Da hat man nämlich als YouTuber leider gar keine Übersicht drüber. Das ist ein bisschen schade, ne? Ja, aber der Verdienst schwankt, ne? Zum Beispiel während der Weihnachtszeit verdient man dann auch gerne doppelt oder dreifach so viel, weil man ja zum Beispiel diese Weihnachtsgeschichte hat und dann werden halt die Werbeanzeigen, die vor den Videos geschaltet werden, zu sehr hohen Preisen versteigert. Das macht ja YouTube, da haben wir ja gar nichts mit am Hut als YouTuber, ne? Das heißt, die Werbeanzeigen werden versteigert, dementsprechend an den Höchstbietenden gegeben und gerade zur Weihnachtszeit oder zur Vorweihnachtszeit wollen die Firmen natürlich ganz, ganz viele Leute erreichen. Deswegen wollen die auch viel Geld investieren und dann bekommst du, weil YouTube freundlich ist und den YouTubern dann auch entsprechend eine Beteiligung an diesen erhöhten Werbeeinnahmen gibt, erhöhte Werbeeinnahmen. So. Aber im Großen und Ganzen, du kannst von YouTube nicht leben, wenn du 10.000 Abonnenten hast. Das kannst du nicht, das geht nicht. Also wirklich nicht, weil du kannst auch vielleicht von dem, was ich jetzt so verdiene, dann die Hälfte rechnen, weil du ja auch noch Steuern zahlen musst, je nachdem, ne? Weil ich ja auch noch durch die Boxenkooperation Geldwertevorteile habe oder durch die Allgemeinkooperation, die ich ja auch in der Steuererklärung angeben muss. So dass ich aufpassen muss, dass ich nicht über diese Grenze von diesem Kleingewerbe-Geschichten-Gedöns komme. Das sind, glaube ich, 17.500 Euro. Und wenn du halt irgendwie eine teure Creme zugeschickt bekommst, die halt 50 Euro kostet, ne, dann hast du halt was für 50 Euro zugeschickt bekommen und musst es in der Steuererklärung angeben. Wenn du eine Box zugeschickt bekommen hast, die 12,50 Euro quasi im Abo kosten würde, wird auch nur dieses 12,50 Euro angesetzt, aber halt nicht das, was als Wert in der Box drin ist. Ja. Aber da muss man echt höllisch aufpassen. Natürlich ist es auch so, dass ich hier richtig viel Geld investiere und dass ich ja auch mir Produkte kaufe, dass ich ja auch Produkte hier vorstellen möchte, die halt jetzt nicht unbedingt mir zugeschickt werden, ne? Das ist total kompliziert, ne? Du musst dich da echt einlesen, aber es gibt super YouTube-Kanäle, die darüber berichten und die euch das beibringen. Genau. Wenn du selber YouTuber sein möchtest und dich damit befassen möchtest. Ich benutze von Catrice die Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer in Matt. Die habe ich tatsächlich zugeschickt bekommen in einem Tauschpaket von der lieben Alina Jasmin. Meine Herren, da bin ich aber ganz schön wissenschaftlich oder wirtschaftlich hier geworden, ne? Als Lidschattenpalette verwende ich hier von Essence die Royal Party. Die habe ich auch, glaube ich, von der Marion gekriegt. Marion, kann das sein? Habe ich die von dir? Die ist noch übrigens komplett neu, ne? Das ist noch neu und unbenutzt. Goldie but Goodie, das ist dieser Ton hier oben, mein Lied Satin. So, dann wurde auch mehrfach gefragt, was ich total knuffig finde. Das wird immer wieder in den ganzen Q&A-Videos gefragt, ob ich Geschwister habe. Also, ich habe zwei Stiefschwestern. Also das ist ein schwieriges Thema tatsächlich bei mir, deswegen rede ich da auch nicht so gerne drüber. Zwei Stiefschwestern, dadurch, dass mein Papa ja neu geheiratet hat. Die wohnen ein bisschen weiter weg von mir. Da muss ich doch ein Weilchen hinfahren, aber naja, ne, es ist halt so, aber man sieht sich halt selten, aber wenn man sich sieht, dann sieht man sich ganz gerne. Wir haben uns auch sehr gern, sehr lieb und ja, sind zwei nette Mädels, genau. Ja, und aufgewachsen bin ich nicht als Einzelkind tatsächlich. Also ich bin eine kleine Schwester, aber jetzt leider nicht mehr. Dafür bin ich jetzt eine große Schwester. Anja Stefanie hat mir eine sehr private Frage gestellt. Geht so, damit komme ich klar. Wollt ihr mal Kinder und heiraten? Tja, ich bin 30 Jahre alt, bin seit 14 Jahren mit meinem Freund zusammen, verwende nun die Farbe BFF. Und natürlich, ne, wir wollen mal heiraten. Und wir wollen auch sehr gerne Kinder haben. Aber es muss halt passen. Es muss halt passen. Also wir haben uns, wie gesagt, vor 3 Jahren das Haus gekauft. Das hier ist auch quasi dann unsere Safe Zone. Unser Haus für unsere Zukunft. Wo wir dann auch gerne, sofern es möglich ist, ja, Kinder auch bekommen, reinkommen. Das ist immer eine schwierige Frage, Leute, ne? Also sowas solltet ihr nicht jeden fragen, weil es ja auch Leute gibt, die durchaus keine Kinder bekommen können. Also würde ich bei einem Q&A euch empfehlen, solche Fragen nicht unbedingt zu stellen. Heiraten wollen wir auch, also auch wenn wir beide Scheidungskinder sind, haben wir uns gesagt, dass wir trotzdem uns irgendwann mal das Ja-Wort geben wollen. Im Prinzip haben wir uns schon das Ja-Wort gegeben im Sinne von: Natürlich wollen wir für immer und ewig miteinander zusammen sein, denn wir lieben uns absolut und wollen nie mehr ohne einander. Dafür musst du nicht vor einen Altar treten oder dafür musst du nicht
das irgendwo durch einen gleichen Nachnamen fixieren. Ist natürlich nice to have und es ist schön, wenn man das macht, aber es ist jetzt für mich kein absolutes Muss mehr. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ich das sehr daran festgehalten habe und wo ich das unbedingt wollte und auch irgendwie keinen anderen Weg gesehen habe, als meinem Freund damit ständig auf die Nerven zu gehen. Ja, aber mittlerweile denke ich mir ganz ehrlich, wir sind doch quasi in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Wenn einem von uns beiden mal was passieren sollte, haben wir natürlich die Arschkarte gezogen. Das heißt, eigentlich sollte man das aus rein logischen Gründen einfach mal machen, dass man auch abgesichert ist, ne? Dass wenn ich mal irgendwie vom Baum fahre, mein Freund halt die Möglichkeit hat zu entscheiden, was mit mir passieren soll. Kartendame hat gefragt, ob ich immer so ausgeglichen und gut drauf bin und wie ich das schaffe. Bin ich nicht. Also ich bin schon mittlerweile ein ziemlich positiver Mensch geworden. Ich überlege gerade, welche Farbe ich als nächstes benutze. Komm, ich mache jetzt nicht so ein Tam-Tam-Tam ums Augen-Make-up. Ich rede ja schon so viel, ne? Ich nehme hier Better Bling einfach. Das ist so ein Schimmerton. Ich habe auch meine schlechten Tage. Mir geht es manchmal auch einfach nicht gut. Aber die meisten Tage, wenn es mir nicht gut geht, dann setze ich mich einfach nicht vor die Kamera. Dass ich entweder selber zocke oder meinem Freund beim Zocken zugucke zum Beispiel. Wo die nächste Frage dann wahrscheinlich entstehen würde, was zockst du, wenn du zockst? Ich zocke unfassbar gerne. Mittlerweile halt weniger, weil weniger Zeit, aber sonst habe ich das gerne gemacht. Diablo 3 auf der Xbox. Oh. Als Kind habe ich schon Diablo 2 und Diablo 1 auch immer gespielt. Und wie ich das schaffe, überhaupt gut drauf zu sein, ist, dass ich mir eine positive Lebensweise versuche anzueignen. Na gut, ich versuche es mal mit diesem hier. Der ist echt dunkel, ne? Dear Majesty oder so heißt der. Also ich hatte auch meine Phasen, wo ich halt nicht richtig gut drauf war, also ganz das Gegenteil davon. Ne? Also ich hatte, da war ich auch viel traurig, habe ich auch schon mal erzählt mit dem Mobbing und so. Und zum einen habe ich mir irgendwann eingestehen dürfen, dass diese ganzen First World Problems, die ich da manchmal in meinem Kopf drin habe, mal so ein bisschen die Fresse halten sollten, oder? Und man sich so ein bisschen auf das besinnen sollte, was geil ist im Leben und das genießen sollte und das herausstellen sollte und sich daran hochziehen sollte. Genau das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Das ging jetzt nicht von jetzt auf gleich, dass es Klick gemacht hat und ich mir gesagt habe, boah, Claudi, ganz ehrlich, jetzt musst du mal so langsam glücklich sein und das genießen, was du hast. Nee, das hat schon ein bisschen mehr Zeit gebraucht. In die Mitte zwischen die beiden Töne setze ich mir Princess Palace, den Ton. Übrigens die ganze Zeit mit diesem Pinsel hier. Das ist von dem Mrs. Bella Pinselset, die Nummer 7 von BH Cosmetics. Wen das interessiert? Mich würde es interessieren. So, das ist jetzt ein recht simpler 3-Farben-Look, 4-Farben-Look, den ich hier geschminkt habe. Aber irgendwie finde ich den geil. Ne? Sehr simpel, aber sehr cool. Ich glaube, ich möchte irgendwie noch ein bisschen was Dunkleres in meine Lidfalte geben. Und dafür nehme ich, hatte ich den nicht eben schon? Nee. Nehme ich jetzt hier Royal Affair. Das ist so ein aschiger Ton, gräulicher, aschiger Ton. Den gebe ich hier einfach in die Lidfalte, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Aber ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz zart gehe ich da nur durch. Ne? Mit Goldie but Goodie verblende ich das hier nach oben noch so ein bisschen. Nehme ich hier so einen festgebundenen Pinsel und gebe mir Showtime, das ist so ein lila Schimmerton, an den unteren Wimpernkranz von unten dran. Presserei gedünsen. Läuft bei mir. Auch das sieht ganz witzig aus, ne? Oh ja, Showtime trifft es. Aber den ziehe ich nur bis zur Hälfte, glaube ich, weil ansonsten ist es ein bisschen krass. Aber geil ist er. Er ist so ein schönes Lila. Beißt sich so ein bisschen mit dem bräunlichen von oben, aber ich finde den cool. Das sieht fancy aus, ne? Ich könnte die Kamera natürlich auch ein Stückchen ranholen. Das mache ich, glaube ich, auch nachher mal. Wobei, jetzt ist auch zu spät, ne? Aber na, so sieht auf jeden Fall der Augenlook aus. Ist cool, oder? Mir gefällt das. Okay, ich wollte erst alleine reinschauen, aber habe mir dann das Paket geöffnet und dann gesehen, wie schön das eingepackt ist. Da habe ich mir gedacht, die hat sich so viel Mühe gegeben. Das mache ich hier mit euch zusammen auch. Ich brauche keine neuen guten Vorsätze. Die alten sind praktisch noch unangetastet. Finde ich großartig. Und hier hinten drauf hat sie mir ganz, 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 ganz viel auf ganz, ganz klein geschrieben. Und das werde ich aber nicht vorlesen. Weil das ist so privat, das möchte ich nicht vorlesen. Dann würde ich sagen, öffnen wir mal diese Päckchen, die da mit drin sind, die einfach so süß eingepackt sind. Das ist so ein schönes Geschenkpapier, das gefällt mir. So prinzessinmäßig, ne? Oh, wie geil, da hat sie mir Schoki reingepackt. Merry Christmas und das ist ein kleiner Nikolaus, das finde ich geil. Der wird heute Abend vor dem Fernseher gegessen. Dankeschön. Weiße Schokolade und Vollmilchschokolade und eingefärbte. Ich denke, weiße Schokolade ist das. Richtig geil. Hier habe ich das zweite. Da haben wir so Krokodilgeschenkpapier auch. Das ist total niedlich, ne?
Und noch ein Nikolaus, den bekommt mein Freund. Der wird sich freuen. Süß. Yum, yum. Und dann haben wir hier in Einhorn-Geschenkpapier noch ein Paketi. Ein Paketi, das schön eingepackt ist. Oh mein Gott, von iHeartRevolution. Das ist so eine Snow Globe Penguin Palette, so heißt die. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, da sind Pinguine drauf und das ist Glitzer. Und dieses Glitzer, was da durchfließt, das ist nicht nur Glitzer, sondern das sind auch Pinguine, mini kleine Pinguine und Pinguinfüßchen, also so Fußabdrücke. Wie geil. Voll süß. Mega. Die fühlt sich mega hochwertig und schwer übrigens an, ne? Die hat einen mega großen Spiegel mit drin und das sind die Farben. Boah, die sehen voll gut aus, ne? Sehr, sehr tragbare, natürliche Töne. Die gefallen mir. Du hast hier so zwei Schimmertöne mit dabei. Gold und Champagner. Dann hast du hier ein richtiges, so ein Schwarz-Grün ist es irgendwie. Ein Weiß hast du mit dabei und dann halt diese Nude-Farben, ein Rosa hast du mit dabei. Richtig cool. Die wird noch in einem separaten Video getestet. Vielen, vielen, vielen Dank. Nicole, Dankeschön. Das sind so süße Produkte. Echt vielen Dank. Richtig geil. Und auch vielen Dank für die liebe Karte. So, jetzt benutzen wir ein Fixing Spray. Das ist die Fixe Trixie. Die habe ich von der lieben Vanessa, Mrs. Rosa Roth. Das ist ja aus ihrer Schmiede, sage ich mal. Also sie hat es selber gemischt. Das muss man einmal kurz schütteln. So. Und wie guckst du so, wenn du die Fixing Spray drauf machst? Die liebe Nemrak oder auch Carmen Weiß hat mich gefragt, ob ich jemanden aus den Augen verloren habe, den oder die ich gerne wieder in meinem Leben haben möchte. Während dieser Frage trage ich mir Augenbrauen auf. Und zwar habe ich hier von Cien, war auch in einem Trash-Bucket, glaube ich, mit drin, oder in einem Adventskalender oder so, Brow Perfect Brush and Pen. Das ist dieses Produkt, habe ich noch gar nicht verwendet. Dann wird es mal Zeit. Und ja, ne? Das hat so eine Dreieckspitze hier. Oder wo kommt er denn weg? Das weiß ich gerade echt nicht. Ne? Und ein Spoolie auf der anderen Seite. Im Prinzip habe ich viele Menschen in meinem Leben getroffen, die ich sehr mochte, die mir mein Leben erhellt haben, wo ich viel Kontakt auch immer phasenweise mit hatte und die mir auch mein Leben verschönert habe oder denen ich das Leben verschönert habe. Aus manchen sind echte langjährige Freundschaften geworden, aber ich habe niemanden bewusst aus den Augen verloren, sage ich mal, dass ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, da ist jetzt jemand irgendwie weggezogen und diese Person hätte ich jetzt aber wieder gerne in meinem Umfeld oder so. Denn alle, zu denen ich wirklich ein langfristiges Verhältnis aufgebaut habe und die ich auch gerne länger in meinem Leben hatte, die sind auch in meinem Leben geblieben und zu denen habe ich auch immer wieder Kontakt gehalten. Ja, wir können dann auch schon direkt zu einer anderen Frage gehen, die jetzt auch schon mehrfach gestellt wurde. Und zwar wurde immer wieder gefragt, wo ich wohne. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe der holländischen Grenze. Dieses Augenbrauenprodukt finde ich übrigens jetzt nicht ganz so optimal, weil das sehr, 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 sehr viel Farbe abgibt. Man sieht es hier auch, ne? Das ist ganz schön fleckig geworden. Da muss ich jetzt mit dem Beauty-Schwämmchen mal so ein bisschen sauber machen. Und jetzt ist es ganz schön dunkel von der Farbe her. Krass. Ich fixiere die aber trotzdem, auch wenn die mir etwas dunkel sind. Ich finde die an sich gar nicht so verkehrt. Ne? Also diesen Stift finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber es ist halt so eine Dreiecksform von dem Stift her. Der ist ganz schön groß und klobig und der ist sehr wachsig. Der gibt richtig viel Farbe ab. Da muss man richtig vorsichtig arbeiten. Gleichzeitig ist er aber eher so, dass er sich auf die Haare drauflegt und weniger dann auf die Haut, sodass man das dann immer wieder einbürsten muss. Also ich habe jetzt, glaube ich, 10 Minuten oder eine Viertelstunde für meine Augenbrauen gebraucht. Ich brauche mittlerweile, wenn ich das mit dem Augenbrauenstift mache, 2 oder so. Weiß ich nicht. Ich fixiere das aber hier mit dem Benefit 24 Hours Brow Setter. Den habe ich auch schon des Öfteren in Trash-Paketen drin gehabt, weil viele den nicht mögen. Ich finde den voll super. Den tackert hier einfach deine Augenbrauen an Ort und Stelle und das mag ich so an dem. Also der Concealer, der ist frech. Der will mich hier die ganze Zeit in die Fältchen reinrutschen. Das ist sehr, sehr schade. Den muss ich vielleicht mal noch mit einem anderen Puder irgendwie auftragen, ne? Dann werde ich einen Eyeliner auftragen. Da habe ich hier von Giordani Gold den Supreme Gel Eyeliner. So schaut er aus. Mist. Ich komme einfach nicht mit Gel Eyeliner so mit Pinsel auftragen, klar. Das ist einfach ein Struggle. So,
Mascara, da trage ich auch von L'Oreal die Mega Volume Miss Baby Roll Mascara. Aber vorher curl ich mir kurz ein bisschen die Wimpern. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich das jetzt, wenn ich hier sitze und mich schminke, etwas häufiger machen wollte, weil das irgendwie doch einen etwas cooleren Effekt noch gibt. Das ist jetzt einfach hier eine Wimpernzange von Brushworks. Die ist nicht teuer, die kostet 4,95 € oder so. Habe ich bei Look Fantastic gekauft. Und ein bisschen Effekt macht das schon. Deswegen benutze ich die ganz gerne. Aber ne, macht jetzt nicht so ultramäßig irgendwas oder so, aber ich finde es ganz cool. Viele haben auch gefragt, ob man meinen Freund mal in den Videos sehen wird oder so, aber nie. Also das hat sich auch nicht geändert, das sage ich ja auch immer wieder. Mein Freund möchte das nicht, dass er in den Videos gezeigt wird. Er unterstützt mich unheimlich, er ist für mich da und hält mir den Rücken frei und lässt mich hier machen, was auch immer ich hier so möchte. Ne? Macht mir da jetzt auch keine Vorwürfe oder so, wenn ich dann auch mal den Haushalt liegen lasse und dafür einfach ein YouTube-Video drehe oder so, ne? Oder wenn ich trödel oder so, er macht sich drüber lustig, aber es ist nicht so, als würde er mir das zum Vorwurf machen. Deswegen, nö, ja, ne? Ist das denn so? Das ist so ein ganz gekörltes Bürstchen, das ist ganz, ganz cool. Ja, dann wurde auch gefragt, wie ich mich, oder ob ich mich jeden Tag schminke. Nein, also nicht so, wie ich mich jetzt hier gerade schminke, ne? Also ich schminke mich jeden Tag mit Mascara und Eyeliner und das war's. Das ist quasi mein Go-To-Look, wie ich auch im Büro sitze. Jetzt habe ich mir, noch nicht lange, sondern erst so seit einer Woche oder so angewöhnt, dass ich mir, auch so flüssigen Lidschatten drauf mache. Von Haus Laboratories. Das ist ja diese Eigenmarke von Lady Gaga, Eigenmarke vor allem, die Marke von Lady Gaga, weil der ist endlich mal einer, der hält. Ich hatte jetzt seit Weihnachten oder seit den Adventskalendern immer mal wieder auch versucht, Mono-Lidschatten zu verwenden und mir dann wirklich Mono einen Lidschatten aufgegeben. Aber das hat mir nie so wirklich gefallen und deswegen habe ich halt diesen flüssigen genommen. Da hatte ich auch vorher einige genommen, die ich doof fand. Und der hat mir jetzt richtig gut gefallen, weil er einfach nicht creased, also nicht in die Lidfalte bei mir reinrutscht. Weil dadurch, dass ich Schlupflider habe, stempelt er sich entweder total schnell ab oder trägt sich ab oder rutscht halt in die Falte rein. Und da habe ich lange gesucht, bis ich halt einen gefunden habe, der halt den ganzen Tag über dann auch hält, weil im Büro möchte ich mir da keine Gedanken drüber machen müssen. Ne? Da möchte ich halt morgens einen drauf machen und dann soll der halt von 7 Uhr morgens bis um 10 Uhr abends oder so halten. Ne? Also je nachdem, wie lang dann ja auch so ein Tag ist oder wann man dann halt abends duschen geht. Und ja, das war gar nicht so leicht, diese Suche zu führen. Ich hatte auch welche von LOV, von Love getestet. Da gibt es ja auch diese magnetischen Viecher. Hat alle nicht so hingehauen bei mir, doch. Ja, und so ein bisschen was auf dem Auge habe ich eigentlich ganz gerne, wenn ich zur Arbeit gehe. Also ich betone halt wirklich nur meine Augen. Und das war's. Also ich hätte theoretisch auch keine Probleme damit, mich einfach ohne Mascara und Eyeliner hinzusetzen. Aber ich finde, man sollte auch schon so ein bisschen aussehen, als hätte man morgens nicht einfach nur das Haus verlassen. Also wäre aus dem Bett gesprungen und hätte das Haus verlassen, sondern hätte sich halt schon so ein bisschen zurecht gemacht, ne? Also ich muss jetzt Gott sei Dank nicht irgendwie mega schick rumlaufen auf der Arbeit. Also ich kann da auch sehr, sehr, sehr chillig rumlaufen. Da jo, sagt keiner was. Die Mascara gefällt mir auch echt gut. Die mag ich auch gerne leiden. Nö. So, bevor ich mir jetzt meinen Lippenstift auftrage, zeige ich dir, was du in diesem Video gewinnen kannst. Dann nehme ich doch einfach mal das, was hier oben aufliegt. Und zwar von Catrice, diese Eyeshadow-Palette aus der Glitterholic Edition in der Farbe 1002 So Vain. Das ist diese Palette und die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach, steht unten in der Infobox, ne? Solltest Abonnent meines Kanals sein, das ist am besten öffentlich sichtbar, dass ich das auch sehen kann. Dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben und einen lieben Kommentar schreiben mit dem Hashtag, der unten drin steht. Und dann war es das auch schon. So. So, als Lippenstift trage ich auch einen aus einem Trash-Paket auf. Und zwar ist das dieser Mini-Lippenstift von MAC in der Farbe Half Cuff. Das ist ein richtig schönes Brown. Brown, brown, brown. Der Look passt zusammen. Mir gefällt's doch. Sieht sehr, sehr glowy aus und sehr glittery und sehr glamoury. Und mir gefällt das ganz gut. Doch, das war jetzt tatsächlich mein Video hoch mit den Produkten, wo ich mir nichts davon selbst gekauft habe. Inklusive Q&A und ein Zuschauerpaket, was ich euch gezeigt habe. Und Verlosung, genau.
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!